Hallöchen, liebe Freibeuter, und hallo zurück zu Assassin's Creed Unity. Es waren Wochen vergangen, seitdem wir das letzte Mal hier richtig gespielt haben. Und seitdem gab es ein paar Updates und auch Patches, die eventuell den Spieltrieb vermindert haben. Und wirklich Glitches und alles hervorgerufen haben. Und auch die Zeit, die ich leider zu wenig habe, konnte ich daher nicht alles aufnehmen. Und da hinten ist ein Verbrecher, den töten wir mal kurz. Ja, die gingen weiterhin weg. Genau du. Oh Gott. Was für ein Schwachkopf, mein lieber Herr. Hat sich hier etwa beleidigt? Ja, wir wollen jetzt mal in die Karte uns tappen. Und mal zu schauen, was wir hier denn so zu tun haben. Wir sind hier irgendwo einem Schlösschen und hier ist ja die Notre Dame. Die kennen wir ja, aus alten Zeiten. Willen. Naja. Okay, Aufnahmeprogramm hat irgendwie ein kleiner Ruckler drin. Aber das liegt dann nur an der Vorschau. Im Endmaterial ist das natürlich nicht vorhanden. Die Frage ist jetzt, wo wollen wir einen neuen Quest anfangen? Hier sind ja die Geschäfte und da sind Truhen und da ist Kokarde? Marthas Mitteilung. Schwierigkeit 2. Wollen wir das mal versuchen heute? Kirschbomben halten. Oder beziehungsweise die Kirschbomben sind voll. Naja, und diese Episode hier habe ich jetzt schon zum zweiten Mal aufgenommen, da urplötzlich mein Computer Bluescreen hatte. Ich habe keine Ahnung, warum oder wieso. Aber wir sind drinne. Ausrüstungsmenü. V für Anpassen. Ausstattung und Waffen. Boost und Koop-Fähigkeiten. Booster und Koop-Fähigkeiten. Aktive Fähigkeiten. Naja, hier gibt es nichts zu suchen. Ist ja alles leer, Also nicht leer, sondern einfach nur noch nicht aktiv. Beziehungsweise gesperrt. Wir haben hier Kopf und so. Das haben wir ja alles schon angeschaut in der letzten Episode. Und es ist schon ein bisschen blöde, denn ich kann meine Aufnahmetechnik mit dem randlosen, beschissenen Bild nicht mehr aufnehmen. Denn wenn ich Unity starte, im randlosen Vollbildmodus, also wenn ich, kann ich rausgehen mit der Maus oder nicht, dann wird es mir anstatt 16:9 das Bild nur noch irgendwie gequetscht angesagt. Nicht mal 4:3, sondern irgendein beschissenes Kackformat. Und hier haben wir den Quest. Schwierigkeit 2. Den Brief stehlen, der eine gewalttätige Bande vor der Justiz schützt. Eine gewalttätige Bande raubt Räuber auf der Ile de la Cité aus. Ein Brief des mächtigen Jean-Paul Marin schützt vor der Festnahme. Schützt sie vor der Festnahme. Stiehlt diesen Brief. Den Brief, den haben wir. Zum Update sind Fehler hinzugekommen, oder? Das soll ja nicht passieren. Auch in der Aufnahme ist das so. Hä? Du musst hier raus. Dumpfdüdel. So, und hin. Oh. Der Typ, der will nicht. Der will nicht raus. Der ist wie ich. Ach, jetzt. 200 Meter da. Bist du blöde? Wenn der Typ nicht aus dem Fenster will, na, dann ist aber alles verloren. So, endlich mal richtig Akrobatik hier. Und ich hoffe, oder erhoffe mir, dass Unity die Fern... Nein, hat sie nicht. Ein bisschen hat sie schon. Dass man die Ferne besser
bessere Texturen hat, aber leider, Gottes, hat die einfach noch nicht geklappt, die Texturenverbesserungs. Und da ist noch jemand am Rennen, den verfolgen wir natürlich gerade noch. Hallo, ich will hier durch. Endlich. Nein. Okay, ich kann mich hier... Puh, das ist aber auch ganz scheiße hier mit dem Rumlaufen. Jetzt werden wir auch... Ich weiß nicht, ob das jetzt schon bis jetzt so war. Ob mir das auch unsere gütigen Freunde auf der Karte anzeigt. Das ist mir eventuell neu. Oder ich bin zu blöd, um das festzustellen. Ja, da gibt es jetzt immer Alarmglocken, die werden immer aktiv sein. Das ist nun mal so. Die sind einfach immer aktiv. Sorry, Bruder. Hey, yo, Bitches. Ja, da ist ja nichts dabei, hä? Oha. Das war jetzt auch ein bisschen beschissen hier. Der hatte... Oh, hallo. Was stehlen? Was soll man da bei dem stehlen? Ich sage euch gar nichts. Du willst es nicht. Wo möchtest du die Narbe haben? Du musst dich nicht aufregen. Was müssen wir dem Typen stehlen? Naja, hier, komm schon. Wenn dann, dann richtig. Ja, das hat heute... Ey, du. Ach, 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 den Brief stehlen. Lass mich in Ruhe. Ich habe einen Brief von Mara. Ich will doch den Typen nur rammen. Ja, jetzt. Komm her, du. Ah. Du mal eine Abreibung. Will nicht zuhören, der Typ. Bleib sofort da stehen. Naja, der musste sterben, weil er nicht zuhören konnte. Ach, du Heilige. Na, jetzt wird aber hier andere Seiten aufgefahren hier. Die Animation haben sie immer noch nicht verbessert. Aber na gut, ich will mich da nicht beschweren. Sicher ist sicher. Belohnung auf Uplay? Was, was? Erinnerung abgeschlossen. Okay, okay. Wieso zeigt mir immer die... Fortfahren. Haben wir einen kleinen Geldquest gemacht. Und wir haben hier... wollen wir eigentlich mal selektiv? Schwierig. Mission. Ist hier die Hauptmission, die so geil aufleuchtet. Belle Epoche Training. Daten des Strafenparis bei den Jonas. Oh cool, wir können also die Daten sammeln. Français, Schnellreise? Hier wäre unser Ziel. Unser Hauptziel. Das Königreich der Bettler. Und ich glaube, das werden wir heute eher noch nicht machen. Sondern hier mach's. Das Rätsel lösen und die Fragmente der Nostradamus-Scheibe zu erhalten. Ja, machen wir doch heute auch noch wieder. Ich mache eigentlich die ganze Zeit jetzt nur Nebenquests. Und eventuell wollen ein paar Leute die Hauptquest sehen. Aber ich bin ja eh schon zu spät mit eigentlich aktuell spielen. Dass ich eigentlich eh keine Sau mehr um die Nebenquests bzw. um das Let's Play hier shared. Also ich kann machen, was ich will. Ihr seid einfach hier meine Zuschauer. Ihr könnt es eventuell auch noch sehen. Ja, wo ist jetzt das Ding hier? Das erste Rätsel lösen.
In einer friedlichen Garten voller Steine wartet eine gefürchtete, geflügelte Wächterin. Ihr sanfter Blick irrt alle Seelen und es führt sie zu Ruhestätten. Und der Typ da müssen wir kurzerhand noch umbringen. Das Rätsel lösen. Wir folgen zuerst den Typen da. Naja. Es ist nicht so schlimm wie der da vorne. Der da vorne ist schlimmer dran. Als wir. 25 Meter. Alles Gute, Bürger. Das war der falsche, glaube ich. Jetzt müssen wir den wieder verfolgen. Ey, das gibt's ja nicht. Wir müssen den nur rammen und nicht töten. Wieder voll gut gemacht hier. Echt. Die Dame kann sich eh an uns nicht mehr erinnern. Oh, das war jetzt wirklich voll der Fail. Rätsel lösen. 28 Meter, ist es hier? Interagieren. Wir betreten das Etablissement. Rein mit dir. Zum dritten Mal diesen Monat. Ich brauche Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze. Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sag der Schnauze, W-Doc. Überlegt. Texturen werden irgendwie nicht ganz gut geladen. Ihr die Lorbeeren. Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Also nichts. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Oh. Hey! Hm? Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum solltest du? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Und weil mir sterbenslangweilig ist. Oh, um Gottes Willen, nur schlafen im Sinne, hä? Das erste Rätsel lösen. Der voraus... Was voraussagende... Ach. Eugen Widok. Und sonst haben wir hier... Ah, Madame Dussault haben wir auch noch hier. Mademoiselle Lenormand. Also, was müssen wir jetzt hier tun? Das erste Rätsel ist, da gehen wir mal zu der Schriftrolle, die wir eigentlich auf der Map haben. Oder einfach mal hier. Achso. Nee, aktiv. Nein, sicherlich nicht. Verbrecher töten. Na, das ging ja locker hier. Und weg bin ich wieder. Whee! Ist hier auch mal offen. Aber jetzt müssen wir hier wieder... Oh, ne. Um Gottes Willen müssen wir wieder hochkraxeln, bis uns die Hände bluten und wir nicht mehr können. Das erste Rätsel. Ich gehe mal zu der Schriftrolle. Oder ist das... Nee, das ist ja das Hauptziel hier. Ach, nee. Ich depp. Hier ist ja was. Eine friedliche Garten voller Steine war... Wo soll das sein? In einem friedlichen Garten? Voller Steine?
das der Typ da hinten? Naja, wir haben 7 Pro bekommen, aber das ist ja nichts. Irgendwas pfeift hier. Tönt hier irgendwas. Interagieren? Das zweite Rätsel. Erste Aufgabe abgeschlossen. Ach, meine lieben Leute. Das zweite Rätsel lösen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bleibt dran, dann bleibe ich's auch. Tschüss, wir sehen uns.